Dann fahren wir halt zum Lamar. Wenn wir den wieder aus der Scheiße ziehen. Da ist mein Motorrad. Franklin, what's up? Hey man, I'm in a bit of a bad situation. My boy Lamar got set up. I think he up near Polito Bay at some sawmill with some ballers. Could you like do some computer magic and look into it? Is that possible at all? Should be. I've got a back door into the Polito Bay police network left over from the score we did up there. Give me a second here. Hold on. Yes. So what'd it say? This must be it. There are older reports of a weed operation being run by an African-American gang. The files got buried, so I'm guessing they paid off the cops. They growing weed up there? Growing it in the hills, most likely, but they might be packing and shipping it out of this sawmill. I'd expect a fair few of them up there. Shit. Then I'ma need some help. Can you tell Mike and Trevor to meet me up there? They still aren't getting along that well. Tell them it's for me, and it's serious. Thanks, man. Na, das dürfte ja größere Sache sein, wenn wir da zur Verstärkung, mit Verstärkung aufmarschieren. Ich habe mir gedacht, das ist eine Mission, die der Franklin da jetzt alleine macht, aber das ist wieder so ein Gemeinschaftsding. Also denke ich einmal vielleicht sogar was Größeres. Ja, jetzt fahren wir mal zum Lamar. Schauen wir mal, wo der ist. Irgendeiner Sägemühle. Werden wir jetzt einmal einrauschen. Jawohl, so macht das Laune. Mit dem Motorrad rumheizen. Wenn da nicht wieder irgendwelche Kollegen genau vor die Nase fahren. Ist ja das echt leiwand. Es hat mir von Anfang an weg Spaß gemacht, das mit dem Motorrad da durch die Gegend heizen. Ich weiß nicht. Das war von Anfang an, war das leiwand. Ich werde jetzt allerdings da schön auf der Straße bleiben und nicht irgendwelche Abkürzungen fahren. Das ist noch immer ganz schön weit weg, das Dingens da, wo wir da hin müssen. Nicht in den Stein, das tut weh, Franklin, glaube mir. Das ist nicht leiwand. Jawohl, so macht das echt Laune. Alter, wo sind wir da schon wieder? Am Arsch der Welt, so wie es ausschaut. Am Arsch der Welt sind wir da. Na, na, scheiß dich nicht an, Bester. Wow, ein Hirsch. So, ich glaube, die Gegend kenne ich schon, da war ich doch auch schon mal. Genau, mit der engen Kurve da drauf jetzt. Jawohl. Da geht es ja Richtung Mount Chiliad drauf. Oh, und ich glaube auch zum Trevor seiner Sekte. Ein Berglöwe, Puma, was auch immer. Lieber weg, bevor er uns frisst. Ich glaube, solange ich am Fahrzeug bin, kann man da nicht viel passieren. So. Ja, ja, das war die Gegend da. Mount Chiliad und ich glaube, ein Trevor da oben. Das ist da auch irgendwo. Aber ist ja jetzt wurscht. Jetzt haben wir mal kein Navi im Tunnel. Okay, da unten ist es schon. Aber ich muss sicher genau zu dem Punkt. Da fahren wir jetzt auch einmal hin. So. Ja, wir kriegen ja da Verstärkung, wenn ich mich recht erinnere. Aha, da vorne ist das Ding schon. Aha, das stehen eh schon alle da. Der Michael, der Trevor, alle sind schon da. Na gut.
Why'd you invite this stoolie, huh? We want Lamar to be rescued, not sold to the feds. Give it a rest, asswipe. Man, would y'all two shut the fuck up? Now let's take a look at this place, man. Lester said this was some type of big weed store spot. Place is crawling with ballers, you know? Now me and you, we don't mind the old gang warfare, but Suede Bucks over there... Yeah, tell Trevor I said bite me. Man, I said shut up. Now I see the weed, but where the fuck is Lamar? Oh, shit, there he go. You know, tell Trevor I'm gonna be up on this hill with my rifle. I don't want to be anywhere around him when he fucks this whole thing up. Classic. Classic, huh? He's already planning his escape. Oh, fuck. Okay. He runs away from the fight, I run towards it. Gut, geh auf Angriffsposition. Okay. I saw a few possible entry points when I got here. One, the front entrance on the right there. It's the most direct way in and so, most likely the heaviest. Two, down the hill to my left. Ja, mal eine gescheite Kanone in die Hand geben. There's a bulldozer there. Might be able to use it in the assault. Three, the other side from me, by the railroad. Should be possible to avoid the worst of it that way. But I won't be able to cover you. Alright, thanks. Don't shoot and don't get too close. We don't want them to know we're here until we want them to know we're here. Okay. Okay. You're the expert in springing attacks. Soll ein Überraschungsangriff werden. Das heißt, wir schleichen uns da mal rum, dass wir nicht entdeckt werden. Ich hoffe, dass da jetzt nicht der Berglöwe kommt und mich auffrisst, weil dann wäre ich sauer. Was haben wir da Schönes? Da stellen wir ihn doch glatt da mal hin. Sollen wir das machen da? Aber ja, mach ich da. So. I got this bulldozer. Should make an impact. So. Alright, my turn to move. Jawohl. Alright, I'm at the spot. Und den machen wir jetzt von der anderen Seite, dass wir die schön in die Zange nehmen können. So. Dann schauen wir das nur mal gar auf der Map an. Okay, von der Seite muss ich kommen, ja. Gut. Dann geht's los, würde ich sagen. Alright, let's do this. Laying down fire. Here I come, assholes. Schauen wir mal an Michael, wo der steht. Bin ich gut. Ich werde gleich einmal drauf gehen. So. Da haben wir mal einen. Einen ist gut, ja. Oh, da kommt der Trevor. Das heißt, ich werde jetzt einmal da am Franklin changen. Der hat schon wieder seine Waffe gewechselt. Ach, die geht schon wieder nicht, die Minigun da. Das ist natürlich Käse, wenn die nie geht. Ich hoffe, ich habe da noch genug Schuss. T, hey, ja. You seen Lamar yet? No, I don't see him. Just guys wearing moves. LD, where you at? So, an Michael muss ich wechseln. So, kann ich da die Waffe wechseln? Nein, kann ich nicht. So, da haben wir mal ihn. Wo sind da noch welche? Da. So, wieder einer weniger. Da ist auch noch einer. So, Trevor. You got a friend of ours. So. Da muss noch irgendwo einer oben sein. Da, geh mal darüber. Ja, genau, da ist der Frank, genau.
bring out Lamar, we'll go away. Da oben ist auch noch einer. Wir da in Franklin schön den Weg freischießen. Give us the mouthy one and we'll be gone. So. Where's the tall dude? Aha, der Michael braucht wieder. Gut. Da ist einer. So. Noch irgendwo einer auf den Dächern. Nein, ich glaube, das war's, ne? Okay, dann wechseln wir jetzt zum Franklin. Chamberlain Gangster Families for Life, Motherfuckers! So, irgendwie muss ich da oben ist der. Ah. So, und da hinten ist auch noch einer, jawohl. So. Lamar, where's he at? Haha, hätte ich gedacht. Da oben ist auch einer. So. Ja, und noch einer da hinten. So. Weiter vor stürmen. So. Na, nicht die Waffe weg, du sollst in Deckung gehen. Da hinten muss irgendwo einer sein. So. Oh. Da oben ist er. Okay. Du brauchst gar nichts mehr. So. Da vorne ist der Lamar irgendwo. Geh in Deckung. Aufpassen, dass ihn Lamar nicht trifft. Na komm, geh doch da vorne in Deckung. So, okay, dann nochmal hin zum Lamar. Da ist er, der Lamar. Oh Gott, da geht's ja rund. Oh, Trevor. So, sollte ich da mal ein bisschen irgendwo in Deckung gehen. Dass ich nicht so am offenen Feuer stehe. Der Lamar hilft uns jetzt auch. Sehr gut. So. So. Jetzt werden wir da mal schauen. Wenn schon das nicht geht, dann geht auch hoffentlich wenigstens das. We'll take Lamar, but we'll leave you the weed. So. Okay. You got another guy hiding up there? Hey dog, I'm all right. Ja, wir sind gut organisiert. She said I should come pay my last respects to the dumbest motherfucker in LS. So. Den Freunden werden wir einheizen da unten. Der Michael. You gotta be the hardest motherfucker to kill in the city. Ah, der kann sich jetzt endlich bewegen. So, kann der? Minigun, jawohl. Get rid of him already, man, kids. Get out of there. Die mal ein bisschen da unter Feuer nehmen, die Freunde.